Hallo zusammen, hier ist wieder heute der Antwerp wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Trick für den Pfad des Aufstiegs zeigen. Und dazu bin ich einmal schon mit meinem Twink hier, einmal im Pfad des Aufstiegs. Den Trick, den ich euch gleich zeigen will, den habe ich nicht selber rausgefunden, sondern ein User namens Orlvik im WoW-Head hat den einmal gepostet gehabt. Ich dachte, der ist relativ praktisch für den einen oder anderen, der vielleicht noch hier ein bisschen zum Beispiel bei dem Achievement Jünger der Demut am Struggeln ist. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Was ist das für ein kleiner Trick? Diesen Trick könnt ihr quasi bei jeglichem Kampf hier anwenden und müsst dann nicht den Kampf spielen, der hier quasi aufgeführt ist. Also zum Beispiel jetzt, was mir jetzt noch als letztes fehlt, den mornischen Mortimer mit Claire, sondern ihr könnt mit dem kleinen Trick quasi irgendeinen anderen Kampf spielen, um dementsprechend trotzdem das abzuschließen. Falls ihr das Ganze normal spielen wolltet, ich habe vor einem Jahr oder so schon mal Guides zu allen möglichen Kämpfen bei Jünger der Demut gemacht, also da könnt ihr auch gerne reingucken. Wenn ihr euch schwer tut und da nicht ganz klarkommt mit, dann ist der Trick vielleicht für euch praktisch. Als allererstes müssen wir einmal hier Mechanikus nehmen, dann einmal irgendwas auswählen, Kampf und Waffen sind hier vollkommen egal, denn wir gehen bei diesem kleinen Trick einmal nur in die Arena rein. Und was wir machen, ist hier die dritte Taste drücken, beziehungsweise bei euch ist es vielleicht die vierte, ich habe das ein bisschen anders gebindet, und wir springen sofort runter. Das ist das allererste, was wir machen. Danach laufen wir vor und holen uns einmal die Kiste. Und sobald wir das gemacht haben, kommt ja hier dieser Engel. Okay, wir haben jetzt hier quasi die Loose-Kiste in Anführungszeichen uns geholt. Und dann sind wir hier oben. So, jetzt ist es ganz wichtig, wir wählen keinen von diesen Mobs aus. Ich kann euch empfehlen, einer der leichtesten Kämpfe ist eigentlich hier Athanos. Den können wir jetzt hier auf der Wutschwierigkeitsstufe auswählen. Und Waffe brauchen wir keine auswählen. Und ohne, dass wir jetzt hier so ein Seelenband auswählen, gehen wir hier auf Starten. Das Ding lädt dann. Das Video kommt auch, wir unterbrechen es. Aber wir kommen quasi nicht in den Kampf rein. Ihr seht jetzt steht der Typ hier unten mit 100k dran. Ja? Das ist die Wutschwierigkeitsstufe. Jetzt ist es so, jetzt wollen wir den Fight auswählen, den wir eigentlich haben wollen. Heißt, wir nehmen jetzt hier Claire. Dann gehen wir hier rein und wählen einmal den manischen Mortimer aus. So. Und dann ist hier ganz, ganz wichtig, wir brauchen einmal den Dreizack. Wenn ihr Pelagos habt, dann müsst ihr den Dreizack nicht auswählen. Wir wollen nämlich jetzt einmal auf Range pullen. So, jetzt gehen wir hier einmal rein. Und jetzt seht ihr, haben wir zwei Bosse. Wir haben einmal den manischen Mortimer da und wir haben Athanos. Irgendwie hat er jetzt zwar mehr Leben, also er hat jetzt 200k Leben. Sprich, es ist jetzt der Athanos auf Demuts Schwierigkeit. Aber das ist relativ easy. Und jetzt pullen wir ihn raus. Deswegen haben wir den Speer genommen, dass wir ihn ein bisschen hinterpullen. Und jetzt können wir einfach ganz normal ihn hier spielen. Der Typ ist meiner Meinung nach der einfachste. Man muss eigentlich immer nur ausweichen, wenn er seinen komischen Shit macht. Da kann man eigentlich auch drin stehen bleiben. Ist vollkommen egal. Und jetzt DPSen wir ihn runter. Wichtige kleine Randinformation. Ihr solltet ein bisschen aufpassen, dass er natürlich von ihm nicht runtergeschmissen werdet. Ne? Das sollte klar sein. Hier hat er einmal seinen Feger nach vorne und den Ansturm. Da muss man halt einfach mal ein bisschen auswählen, ausweichen, so rum. Und was halt auch noch interessant ist, beziehungsweise wichtig für euch, ihr solltet den Dude nicht zu den Mobs chargen lassen. Nicht, dass die geaddet werden, sonst habt ihr zwei Bosse gleichzeitig und dann wird das nicht einfacher, sondern eher schwieriger für euch. Der ganze Hintergrund, warum wir die jetzt umhauen, wenn wir nämlich jetzt einen von beiden Bossen besiegt haben, zählt das quasi fürs Achievement auch mit. Ja? Dementsprechend, wenn ihr euch beim Kampf schwer tut, könnt ihr halt einfach so ein bisschen schießen. Für Claire und Mechanikos empfehle ich jetzt einmal hier quasi Athanos. Der ist nämlich da relativ easy machbar. Wenn ihr bei Pelagos bei irgendeinem Kampf Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr auch Kalasthene oder so heißt, das ist diese erste Tuse, nehmen. Das ist nämlich mit Pelagos relativ einfach, weil ihr die Ketten da die ganze Zeit brechen könnt. Ja? Mit Pelagos habt ihr auch den Vorteil, dass ihr dementsprechend ja, den Range-Pull habt. Da könnt ihr dann auch die Heal-Fiole oder irgendwas anderes nehmen. Also, warte mal, jetzt töten wir ihn einfach, jetzt dürft es gleich rum sein. Und ihr seht, Jünger der Demut ist aufgeploppt, manischer Mortimer hat mir gefehlt und das hat einfach hier mitgezählt. Ich würde jetzt mal euch empfehlen, Pelagos hat ja theoretisch, wenn ihr es richtig spielt, durchgehend die Immunisierung und auch einige Kämpfe bei Claire als auch bei Mechanikus sind relativ einfach, wo man First Try machen kann. Es gibt ein paar knifflige, sowohl bei Claire als auch bei Mechanikus, da ist das eine relativ praktische Sache. Ich habe das jetzt mit drei Twings gemacht, wo ich jetzt halt hier noch die Sets gefarmt habe und damit spart man sich das eine oder andere an Geprogresse. Wenn ihr das nicht anwenden wollt und das lieber normal spielt, wie gesagt, ich habe auch quasi da vor einem Jahr schon Guides zu gemacht. Gut, das ist eigentlich soweit
das, was ich euch hier zeigen wollte. Nochmal kleiner Recap. Am Anfang Mechanikos nehmen, reingehen, Mechanikos ausschmeißen, runterspringen, dann einen leichten Kampf auswählen, zum Beispiel an Thanos, und dann quasi einfach die Glocke aktivieren, ohne den Seelenband auszuwählen. Das funktioniert dann nicht, weil ihr ohne Seelenband nicht reinkommt. Dann geht ihr her, wählt den Kampf aus, den ihr braucht, wählt den Typen auch aus, und nachdem ihr den Typen ausgewählt habt, mit dem ihr wirklich spielen wollt, holt euch noch den Dreizack. Ich hatte es oft genug, dass ich es dann irgendwie andersrum gemacht habe und dann habt ihr unten den Dreizack nicht, könnt nicht Range pullen, dann müsst ihr alles wieder von vorne machen. Das ist ein bisschen nervig, deswegen da ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft dieser Trick ein bisschen weiter, um dementsprechend die Achievements hier fertigzustellen, beziehungsweise dann natürlich auch die Sets kaufen zu können. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.